Bibi Gulsinenok stammt aus Kasachstan. Sie zog in den Altai mit ihren Eltern noch vor der Perestroika. Hier hat sie die Berufsschule für Textilfacharbeiter und anschließend das Technikum absolviert und ein Jahr lang im Technikum gearbeitet. Danach begann sie ihr Studium an der St. Petersburger Universität für Technologie und Design. Später heiratete sie im Venedig des Nordens und blieb. Zusammen mit ihrem Sohn Vitya versucht Bibi Gul aber so oft wie möglich in den Altai zurückzukommen. Falls ich nicht hierher komme und zumindest einige Zeit hier verbringe, fühle ich mich schlechter und schlechter. Ich habe dann das Gefühl, dass mir was fehlt. Nicht umsonst wird gesagt, dass man in den Altai kommt, um positive Energie zu tanken. Gefällt es dir besser hier? Hier fühle ich mich geborgener. Und wie äußert sich das? Als ich in Gorno-Altais gelebt habe, arbeitete ich im Technikum geistig und danach zu Hause körperlich. Aber nicht wie in St. Petersburg nur Wohnung putzen, sondern konnte im Garten arbeiten, Blumen züchten, Pilze und Beeren sammeln. Wenn ich im Sommer gekocht habe, holte ich Kartoffeln, Möhren und so weiter frisch aus dem Garten. Либо когда готовишь что-нибудь летом, обед, вышла в палисадник, набрала там морковки, картошки. Wenn man Bibi Gul beim Arbeiten zusieht, staunt man über ihre Ausdauer und Lebensfreude. Und dann wird es einem auch klar, dass sie sich in einer Metropole etwas eingeengt fühlt. Wie bekannt sprechen viele Völker aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nicht mehr ihre eigene Sprache. Und wie sieht es damit bei Bibi Gul aus? Kasachisch verstehe ich nur noch, rede aber Altaiisch. Als ich 8 war, sind wir in den Altai umgezogen und haben in einem altaiischen Dorf gelebt. In der Schule wurde Altaiisch unterrichtet und so musste ich diese Sprache lernen. Sprechen dich die Kasachen auf Kasachisch an? Natürlich machen sie das und ich antworte auf Russisch. Da sind die Leute immer sehr erstaunt und ich erkläre ihnen, wie es dazu gekommen ist. Es ist Tradition bei den Kasachen, wenn ein Baby geboren wird, kommen die Großeltern und überbringen dem Baby Wünsche fürs Leben. Danach muss die Oma 3-mal über die Wiege springen, in der das Baby liegt. In der russischen Tradition gleicht dies einer Taufe. Und welchen Glauben hast du? Ich weiß nicht, wie ich mich einschätzen soll. Ich bin zwar keine Atheistin, ich glaube einfach an Gott. Wende mich keiner bestimmten Religion zu, gehe weder in die Kirche noch in die Moschee. Ходить в церковь, либо ходить в мечеть ходить. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Als eine kinderreiche Mutter. Wie viele Kinder willst du haben? 3, damit es nicht langweilig wird. Und dann noch ein eigenes Atelier dazu, damit ich auch eigene Einkünfte habe. Auf Kasachisch bedeutet der Name Bibi Gul Tanz, Tanzblume, was auch am besten zum Charakter dieser jungen Frau passt. Und solange Bibi Gul ihren Eltern im Haushalt hilft und altaische Energie tankt, wartet in St. Petersburg ihr Mann auf ihre Rückkehr, der dort als Dirigent in einem Militärorchester arbeitet. Ich mag nähen und fotografieren, besonders Landschaften. Wenn man wieder nach St. Petersburg fährt und dann die Heimatfotos anschaut, will man wieder zurück. Besonders im Sommer ist es hier sehr schön, obwohl im Winter auch. Ich kriege Fotos geschickt, und dann sehe ich diesen herrlichen Schnee und will sofort zurück, mich in diesen Schnee hineinschmeißen und dann nach St. Petersburg zurückkommen. Ich mag das Fotografieren sehr, besonders unterschiedliche Details, sei es eine Blume oder etwas anderes.
Es findet sich immer was Interessantes, was man sich einprägen will. Ich mag auch unterschiedliche Architektur und da besonders Dachfahnen fotografieren. Diese Tasche habe ich selbst genäht. Das war eine Probearbeit. Es ist die einzige Arbeit, die ich mithabe. Wir haben damals an der Uni die Taschen zugeschnitten und nähen gelernt. Den Schnitt habe ich mir auch selbst ausgedacht. Ich trage diese Tasche schon seit 5 Jahren. Ich mag praktische Sachen.